Hallo Leute, ich bin Danny und ich lerne Deutsch seit insgesamt 2 Jahren. Ich habe Deutsch in 2016 im September lernen angefangen, aber nach einem Jahr habe ich eine Pause gemacht. Also ich habe seit 2016 bis 2017 für ein Jahr gelernt. Und dann habe ich noch für eine Hälfte Jahr mehr im Universität gelernt. Und dann habe ich für 4 Jahre gar nichts gelernt auf Deutsch. Ich war beim meiner Japanisch lernen und habe ich nicht mehr gelernt. Und dann jetzt lerne ich Deutsch seit August 2022. Und ich habe viel mehr gelernt. Mein Deutsch ist viel besser. Aber das Wichtigste ist, dass ich bin jetzt in Deutschland. Also ich bin gerade in Laudenbach. Es ist eine kleine Stadt in der Nähe von Mannheim, glaube ich. Es ist sehr schön hier. Es gibt viel mehr Natur als in großen Städten. Ich hier wohne und arbeite jetzt in Deutschland. Und es ist sehr schön. Ich bin sehr froh, dass ich hier gekommen bin. Ich soll sagen, dass ich wohne nicht in Laudenbach. Ich bin hier einfach für einen Wettbewerb für Speedcubing. Und es ist sehr schön. Ich habe ein paar Speedcuber in Deutschland kennengelernt. Und ich mag sehr die Community. Also wie gesagt, ich arbeite auch in Deutschland und natürlich verwende ich Deutsch jeden Tag. Ich verwende sehr viel Deutsch und ich lerne sehr, sehr viele neue Wörter. Ich lerne auch mit meinem Sprachbuch, mit Assimil. Ich habe schon 61 Lektionen gemacht, glaube ich. Und ich mache gute Fortschritt. Es ist natürlich sehr einfach, eine Sprache zu lernen, wenn man in das Land, woher die Sprache kommt, ist, man ist. Ja, selbstverständlich muss ich mehr üben und mehr lernen. Aber ich glaube, dass ich sehr, sehr schnell lerne, glaube ich. Nach Japanisch, Deutsch ist natürlich sehr einfacher für einen Mann, der beide Englisch und Russisch spricht. Ich sage immer, dass Deutsch ist zwischen Russisch und Englisch, mit beide die Grammatik und die Wörter. Aber Japanisch ist sehr unterschiedlich von beide Russisch und Deutsch. Und es ist viel, viel schwieriger, Japanisch zu lernen. Nicht so schwieriger, sondern es braucht mehr Zeit einfach. Und dann natürlich muss man auch Schreibsystem, die Kanji muss man auch lernen. Und das ist ziemlich schwierig oder das braucht ziemlich mehr Zeit als einfach das englische Alphabet mit die Ü, E und Ö und scharfes S zu lernen. Ja, das deutsche Schreibsystem ist viel einfacher. Es ist so schön hier und sehr ruhig. Tatsächlich, wo ich wohne in Deutschland, ist auch sehr ruhig. Und ruhig, das ist ein schlechtes Wort für mich. Es ist sehr ruhig und hat sehr viel Natur, wie hier, wie Laudenbach. Und das gefällt mir bestimmt. Oh mein Gott, dieser Blick ist so schön. Schau mal, das ist so schön. Ja, es ist richtig schön hier.
Und dann natürlich deutsche Flagge. Wow, das gefällt mir so viel. In die letzten 2 Jahre oder so, besonders seit wann ich in Japan in die Bergen gegangen bin, hat Natur mir sehr viel gefallen. Ich mag sehr See und Bergen und Blicke wie so gefallen mir sehr viel. Und das ist ein gutes Ort für mich zu enden. Dankeschön für Anschauen. Und natürlich, wie auch immer, Dankeschön zu meiner Patreon-Unterstützer. Ich weiß nicht, wie das zu sagen. Meine Patreon-Supporter. Dankeschön, Minecraft Underground. Also danke für Anschauen und bis nächstes Mal.